Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzen verstehen auf YouTube. Ich bin heute der Markus und wir schauen uns genauer an, wie ihr eine Aktie einfach und unkompliziert bei Flatex kaufen könnt. Wichtig ist dazu natürlich ein Depot. Falls ihr noch kein Depot bei Flatex habt, habe ich euch den Link in der Bio zur Verfügung gestellt. Wie ihr seht, das ist meine persönliche Maske von Flatex. Ich bin auch auf Flatex investiert, habe dort meine österreichischen und deutschen Titel sowie Grow-Werte aus dem Ausland liegen. Für Dividendenwerte aus dem Ausland nutze ich die Dardot Bank. Aber nur so viel dazu. Wichtig ist noch zu erwähnen, wenn ihr wirklich neu seid auf Flatex und ein Depot eröffnet habt und möchtet jetzt den ersten Schritt wagen, um eine Aktie zu kaufen, habt ihr in der Regel ja kein Geld auf Flatex liegen, beziehungsweise auch natürlich keine Aktie. Flatex bietet aber eine Kreditlinie an, damit ihr sofort eine Aktie kaufen möchtet, wenn ihr das wollt zum jetzigen Zeitpunkt. Das bedeutet nichts anderes wie, ab einem gewissen Saldowert, den seht ihr hier bei mir, bekommt ihr eine Kreditlinie, das ist in dem Fall hier gesamt verfügbar. Das ist nicht mein Cashbestand, sondern das ist die Kreditlinie von Flatex, diese 52.000. Und die bemisst sich natürlich hier am Wert des Depots. Das bedeutet, bei 0 Euro gibt es natürlich auch eine Kreditlinie für 0 Euro. Daher müsst ihr einmalig oder zumindest am Anfang Geld vom Girokonto auf euer Flatex-Konto überweisen, um die Aktie kaufen zu können. Nur so viel dazu jetzt. Gehen wir jetzt aber rein. Ich mache noch für euch kurz ein Disclaimer. Ich habe mir eine österreichische Aktie ausgesucht und zwar die S&T AG. Das ist jetzt aber völlig irrelevant, welche Aktie das ist. Es ist auch völlig irrelevant, ob die jetzt gerade teuer ist oder günstig ist. Es ist auch keine Empfehlung zu einem Kauf, sondern es geht mir rein darum, euch zu zeigen anhand eines Beispiels, wie ihr eine Aktie auf Flatex kaufen könnt. Gut, dann gehen wir es an. Oben in diesem weißen Feld könnt ihr mittels der WKN-Nummer den Namen selbst des Unternehmens oder der ISIN das jeweilige Unternehmen finden. Und ich habe mir dazu schon die ISIN rauskopiert, füge sie jetzt hier ein. Und ihr seht, die S&T AG wird mir schon vorgeschlagen mit einem Kurs zurzeit von 19 Euro. Da schauen wir jetzt einmal gleich drauf. Dann geht gleich die Maske auf. Hier seht ihr noch den Chart des Unternehmens. Hier habt ihr die relevanten Infos zu dem Unternehmen oder Börsenplatz im Prinzip. Kategorie Aktien, Risikoklasse C, den Beleihungsfaktor dazu. Das Unternehmen kommt aus Österreich. Die Börse ist Tradegate in dem Moment, das schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Dann die Uhrzeit dazu, der letzte Kurs, die heutige Verlauf der Aktie, das derzeitige Volumen und Geld und also den Verkauf- und Kaufpreis dazu. Gut, jetzt habt ihr hier unten die Möglichkeit auszuwählen, auf welcher Börse ihr den Titel kaufen möchtet. Das ist in dem Fall, bietet sich an Tradegate, Xetra, Lang und Schwarz und die Baader Bank. Wichtig ist hier diese 5,90 zu beachten. Bei jeder Ausführung auf Flatex berappelt ihr 5,90 €. Da möchte ich euch noch gleich einen Tipp mitgeben sozusagen. Wenn ihr Aktien kauft, dann kauft euch nicht ein Teil oder zwei Anteile, sondern schaut, dass das im Vergleich zu den Gebühren, die ihr habt, einfach Sinn ergibt. Es macht jetzt hier zum Beispiel keinen Sinn, eine S&T-Aktie um geradeaus 19 Euro zu kaufen bei einer Gebühr von 5,90 €. Da stehen die Gebühren in keiner Relation zu dem Kauf. Deswegen, mein Tipp an euch, ist jetzt aber auch nur meine persönliche Meinung, ich kaufe Aktien nie unter 1000 Euro. Also in dem Fall bei 1000 Euro und 5,90 € ist das schon ganz in Ordnung mit der Gebühr. Gut, schauen wir uns das jetzt einmal an. Gehen wir bei Tradegate auf Kaufen. Hier habt ihr nochmal die Geschäftsart, also Kaufen oder Verkaufen. In dem Fall wollen wir ja kaufen. Hier könnt ihr nochmal den Handelsort ändern, wenn ihr das möchtet. Und hier bei der Handelsart haben wir jetzt eben die Preisanfrage ausgewählt. Also das ist der Jetzt-Kauf. Oder ihr könnt auch eine Limit-Order setzen. Bei der Limit-Order könnt ihr auswählen, wenn ihr auf Order-Typ geht und hier Limit wählt. Könnte sagen, 19 Euro ist mir zu teuer. Ich kaufe mir die S&T AG. Angenommen bei 18 Euro, gibst du hier 18 Euro ein. Und diese Order wird erst ausgelöst, wenn der Kurs auf 18 Euro geht. Was natürlich keiner weiß oder was vielleicht auch nie passieren könnte. Hier könnt ihr noch eben nur für heute einstellen, Monatsende oder ein x-beliebiges Datum auswählen. Wie auch immer, um das geht es nicht. Ich wollte euch das jetzt nur zeigen, damit ihr wisst, wie ihr auch eine Limit-Order stellen könnt. Wir wollen allerdings jetzt kaufen und gehen dadurch zurück auf die Preisanfrage.
Wichtig ist noch bei Flatex, ihr müsst hier eine Stückzahl angeben, die ihr kaufen möchtet. Könnt euch ein bisschen rumspielen. Angenommen, ihr wollt um 1000 Euro kaufen. Ja, da sind wir eh schon ganz gut. Sagen wir 52 Stück, sind wir bei 989,56 €. Hier lassen wir 52 Stück, mit der Gebühr von 5,90 € kommen wir etwa an die 1000 Euro heran. Hier könnt ihr bei den Kosten- und Detailsauswirkungen könnt ihr euch das nochmal genauestens ansehen. Wenn wir jetzt hier auf Preisanfrage gehen, müssen wir, oder gehen wir jetzt mal drauf, genau, ich habe das schon vorweg eingestellt. Also ich habe mir vorher erst ein paar Aktien gekauft. Wichtig ist für euch jetzt, diesen Session-Tan müsst ihr vorher eingeben. Das bedeutet, in dem Fall ist es die Flatex Secure App. Hier habt ihr ein, wenn ihr die App aufmacht, bekommt ihr einen Zahlencode vorgeschlagen, den ihr eingeben müsst. Den müsst ihr eingeben, damit ihr die Order ausführen könnt. In dem Fall habe ich das vorher schon gemacht, deswegen fragt er mich jetzt nicht noch einmal nach. Aber hier mittels diesen Session-Tan sichert sich Flatex ab, dass ihr das wirklich seid und dass ihr den Kauf auch ausführen könnt. So, in dem Fall ist jetzt meine Zeit durchs Reden abgelaufen. Der letzte Kurs war bei 19,3. Wenn wir jetzt auf neue Preisanfrage gehen, ja, sind wir wieder auf 19,01. Wenn wir den jetzt hier auf kostenpflichtig ausführen, dann wurde die Order ausgeführt und wir haben S&T-Aktien im Wert von knapp 1000 Euro und einer Stückzahl von 52 Stück gekauft. Und ja, das werden wir jetzt auch gleich machen. Jetzt müssen wir noch einmal die Preisanfrage machen. Gehen auf kostenpflichtig ausführen. Et voilà, die Wertpapierorder wurde ausgeführt. Die Details finden Sie im Orderbuch. Das Orderbuch ist hier. Könnt ihr das unter Handel oben hier bei Orderbuch nochmal nachlesen. Wichtig ist jetzt natürlich das, was ich auch vorher erwähnt habe. Hier die 940 Euro minus. Die resultieren daraus, dass hier auf meinem gebuchten Saldo eben keine 1000 Euro verfügbar waren. Ich halte halt nur einen gewissen kleinen Anteil an Cash auf meinem Cashkonto bei Flatex, weil natürlich hier auch Negativzinsen verrechnet werden. Diese zwar nur ab 250 Euro, aber auch bei einem Kauf von 1000 Euro wäre sich das jetzt natürlich nicht ausgegangen. Ich hatte jetzt ungefähr um die 50, 60 Euro drauf und jetzt bin ich natürlich im Minus mit 940 Euro. Und mir hat jetzt Flatex durch die Kreditlinie, die ich hier auf meinem Aktiendepot mit 31.998 habe, dieser Kauf gewährt. Jetzt im nächsten Schritt überweise ich von meinem Girokonto ungefähr knapp 1000 Euro wieder auf mein Aktiendepot, damit das Konto wieder ausgeglichen wird. Denn auch hier fallen Zinsen an. Also hier müsst ihr damit rechnen, dass euch Gebühren verrechnet werden. Gut, im Prinzip war es das auch schon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Im Prinzip, ihr seht, es ist jetzt keine Hexerei, eine Aktie auf Flatex zu kaufen. Es ist ziemlich einfach. Ihr müsst euch nur an gewisse Sachen halten. Wichtig ist halt wirklich, wenn ihr das erste Mal eine Aktie kauft, dass ihr schaut, dass ihr Geld vorab von eurem Girokonto auf euer Flatex-Konto überweist, damit ihr auch wirklich mal Aktien kaufen könnt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt bekommt ihr von Flatex eine Kreditlinie zur Verfügung gestellt, wo ihr sofort mit dieser Kreditlinie kaufen könnt. Und wenn ihr wirklich gleich von eurem Girokonto aufs Flatex Cashkonto wieder diese Summe überweist, um die ihr Aktien gekauft habt, dann fallen euch keine Gebühren dazu an. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Angst genommen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch weitere Fragen zu dem Thema, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Und falls ihr auch noch kein Flatex-Depot habt, ich verlinke euch jetzt oben noch das Flatex-Video, das wir zur Depoteröffnung schon mal erstellt haben von Matthias. Und damit kann ich euch nur sagen, immer schön brav weiter investieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Ciao.